Und da sind wir wieder bei Genshin Impact. Und wir haben ein bisschen was auszuprobieren. Und ja, wir haben neue Spiele frei. Okay. Moment. In einem Tag verfügbar. Sind die jetzt echt so. Wir haben gerade 5 vor 6, also könnte sein, dass das jetzt so gerade passend war. Also, dass ich halt in 5 Minuten dann lese, in 23 Stunden verfügbar. Naja, egal. Wobei, komm, Diona. Du willst unbedingt Shuyun Pepperoni. Ernsthaft? Wir haben hier so viel, was man machen könnte, aber ihr meint, ihr müsst mir meine Shuyun Pepperoni nicht nur in einem Gebiet einzeichnen, sondern auch noch mit dem Pfeil drauf zeigen. Autsch. Nice. Und ja, der hat jetzt das doppelte Windrad einfach dreimal. Hehe. Und ja, ich weiß, was Bäume abschlagen geht, das ist scheißegal, was ich nehme. Aber ich habe ein großes Schwert bekommen, ne? Das muss man doch auch würdigen. Das müsste ich mit der, in meinem Fall mit der Geo, Reisenden machen. Ja, Ninguans Schleier aktiviert die Teile leider nicht. Albedos Blume tut das. Ja, der Stein der Reisenden und natürlich Zhongli Säule. Ich glaube, der Stier von Dings tut das ebenfalls. Hier von dem Oni. Oh. Hätte man ja auch mal. Ey, wenn ihr schon da so rein äumelt. Ah, okay. Ja. It's awful. Your physical constitution is far rarer. The conqueror of tears. Ja. Just call me Shao. Ja, komm. When I heard about the exorcist's encounter, I've already informed I have already patrolled the area and found. I guess that means we came all this way for nothing. If there's no other business, I'll be taking my leave now. Ja, du bleibst. I would also be honored if you joined us, Adeptum. Fine. Seems like this is Team Chongyun as a new member. Don't over it, yeah. Yeah, kommt. Really? What? Ist ja gut. Ja. I also need some slime condensate or low
Are those really fit for human consumption? This is starting to sound like something Shaunlin would make. Naja, Shaunlin soll doch eine der besten Köchinnen in ganz Liyue sein, also... Okay. Ist das eigentlich Kannibalismus, wenn ich mit Xiao Vogeleier... Egal. Okay, das... dass ich mir dann nochmal die Cutscene ansehen muss, das hatte ich jetzt eigentlich nicht so. Ja. Okay, komm. Okay, this should be enough. Ja. Dayone, you seem really committed to making alcoholic drinks available to people of all tastes. What? No, never. I hate alcohol. When grown-ups drink too much, they get that stupid drunk look on their faces, can't speak clearly, and don't even respond properly. Sometimes, they just sleep on the floor all night. Alcohol is the root of all kinds of evil. So, I'm on a mission to mix the most disgusting drink in the whole world and show everyone just how awful alcohol really is. Nothing can stand in my way. If it means coming out to Liyue every day to pick fresh Zhuiyun chilies, then so be it. Is it really worth all that effort? Yeah. Because all my previous efforts have failed. Those stinking booze hounds not only haven't woken up to the truth of how bad alcohol is, they even keep praising my drinks. It makes me furious! But, how is that possible? If this is the kind of stuff you're throwing into their drinks, it must taste absolutely vile. Surely. Are you calling me a liar? Well, if you don't believe me, I'll fix you a drink right now. Then you'll see. No need. Just you wait. Oh no. Is she really going to add those Zhuiyun chilies? If her claims are true, perhaps she too possesses a unique constitution of some kind. I don't see how it could have anything to do with her. Unless... she's under the influence of some kind of power? Maybe an evil spirit? No. I sense no trace of the demonic in her. Although there are traces of something else. Something rather special. In Liyue, we might say this child has adeptal affinity. It's ready. Here, I made one for Xiao too. Boy, look at that color. Yep, she definitely added Zhuiyun chilies. What's wrong? You're not allergic to anything, are you? Don't worry, cats. There isn't even any alcohol in it. It's a slime condensate base with a seasoning of Zhuiyun chilies and finished with frog legs. Surely there's no way this can possibly taste good. Ihr müsst euch nicht zwingen. Kipp mir das einfach Paimon rein. Oh! Xiao downed it in a single gulp. Oh, great. If the Conqueror of Demons drank it, it'd be rude of me to refuse. Chunyun drank his too! Is he gonna be okay?
This drink is delicious. It does have a touch of Juyun chili, but it isn't at all overpowering. It's completely different from Shangling's cooking or those drinks Xingqiu makes to mess with me. It's crisp and refreshing, with just a hint of numbness, and the Juyun chili flavor combines with the smooth but not slimy texture of the frog legs to form a heavenly mixture. And oh, the slimes. Can we talk about the slimes? Before this, I never knew that they had such a pure and herby taste, like fresh grass after the rain. The power and purity of nature distilled into a cup. Amazing! Simply unbelievable! That's right! Slimes are absolutely sublime! Oh, I failed again! But wait, what's gotten into Chongyun? Ja, absolut. Keine Ahnung, was mit dem gerade los ist. Aber ich meine, gut, der hat ja auch jetzt Sternchen-Augen, als wären wir bei. Wie hieß die Sendung noch? Oshinokono? Oshinoki oder so? Keine Ahnung. Interessant. Naja, alles in Ordnung? I'm great, and I gotta try another. Diona, if you please, one more. Auf eurer Anweisung hin mischt die Una zur Erfrischung ein eiskaltes Getränk für Shongyun. Okay, I think I've calmed down a bit. Gut. I'm sorry. I can't believe I let you all see me like that. It's fine. My fault for not checking your spice tolerance first. Oh, looks like this Pure Yang spirit isn't such a great thing to have after all. Actually, before I drank it, I very much doubted what you said about your drinks. Huh, who'd have thought it? Diona and Chongyun are actually kind of similar. Hmm? Xiao, what's wrong? Look over there. You mean the leaf? Something's written on it. What? You can see that from over here? Wundert mich bei ihm nicht. Ich meine, der kann sich den Kampf zwischen der Stadt und dem Gott ansehen, obwohl ein Berg dazwischen ist. Also, jo, der kriegt das hin. Schade aber, dass er nichts zu dem Drink gesagt hat. Also. Wobei bisher hat er auch eigentlich immer nur Mandeltofu gegessen. Da könnte das schon zu viel Gewürz für ihn sein. Naja. Heben wir es auf und sehen wir es uns erstmal an. Moment, aber wir sind jetzt schon so lang im Spiel drin. Nee. Okay. Oder wird das erst übermorgen dann freigeschaltet? Keine Ahnung. Gefallenes Blatt aufheben. Da ist doch Zuckerblume. Die muss zuerst dran glauben. Ja, ich weiß, dass es useless ist. Trotzdem. There's a poem written on it. The Conqueror of Demons has truly amazing vision. Oh je. In jener Nacht hat der Sternenhimmel so geduftet wie im Blumengarten, und die Sterne waren wie Bienen, die sich in der Nacht an Wein und Träumen labten. In jener Nacht waren wir so unreif wie die Tautropfen, das Mondlicht floss wie seidiger Honig, der an der Quelle unsere Worte versüßte. Doch ich wandte mich ab und verließ dich, und die Worte in meinem Herzen blieben unausgesprochen. Seit jener Zeit glitzern die Sterne nicht länger, und das Mondlicht ist scharf wie Eis.
Tief im Wasser habe ich sie verborgen, aber dennoch sehe ich sie immer noch vor mir. Deine Tränen, wie sie in die Quelle tropften. Das ist... Jetzt wäre mal nett... Also die englische Übersetzung gibt sich ja Mühe, dass sich sowas auch reimt, so. Ja, auch nicht immer perfekt, aber... Ja. Der Deutsche. Ja gut. Blumengarten auf Labden. Ein Reim. Wenn man großzügig sein will. Der ganze Rest ist so. Suggest that they didn't end up together. Why write a poem on a fallen leaf? The flowing waters are ruthless. They carry the leaves away with the current. This poem would likely have vanished into the void had we not found it. It makes no sense to me. Gedichte dienen manchmal nur dazu, Gefühle auszudrücken. Ob ein Gedicht gelesen werden kann oder nicht, ist nicht so wichtig. That's true. I've heard Xingqiu say something similar before. When there's things that you're unable to say, or just never had the chance to say before it was too late, if it can be put on paper, it can be expressed as poetry. Is it kind of like wishing at a fountain? I used to do that sometimes when I was little. So, that means that our mystery poet was probably hoping that someone would read it, right? Moment, meint Diona, als sie noch kleiner war? Ich meine, wenn ich mich richtig erinnere, ist sie immer noch nicht volljährig. Von den ganzen kleinen Charakteren sind sowieso nur zwei eigentlich. Ne, Moment, drei sind volljährig. Beziehungsweise definitiv über 18. Eine ist Chichi, dürfte jetzt nicht überraschend sein, trotzdem, sie ist trotzdem illegal, weil, sie ist nun mal ein Kind, so Zombie hin und her. Nahida, die ja 500 Jahre alt ist, und, die eine dauerverträumte Ninja, die ist auch erwachsen. Aber halt klein. You think? Then should we write a poem in reply? But we don't know who wrote it. How can we reply? Why not go upstream? Upstream? Why? The ink looks fresh. It can't have been written too long ago. This withered leaf floated down with the current. If we travel further upstream and drop a leaf into the same waters, it should be carried down past the original writer. Cool! Aw, this is so romantic! Communicating with a mystery person using poems on fallen leaves! But how do we make sure that they'll receive it? We can write extra copies and drop the leaves in different places. As they say, where there's a will, there's a way. Surely at least one of our leaves will find a path. Either way, it's our only option. Then let's make like a tree and head upstream! Also ich kenne das ja eher als, where's a whip, there's a way. Aber okay, das kann natürlich auch einfach daran liegen, dass ich... Herr der Ringe-Fan bin. Ah, je. Ich glaube, selbst einige Herr der Ringe-Fans, zumindest die Jüngeren, haben keine Ahnung, was ich mit Where's a Whip, There's a Way meine.
Ich kann es Ihnen nicht mal wirklich verübeln, aber ja. Wenn ihr mal, Tolkien erleben wollt. Oh, wie sag ich das, wie er früher war? Nein. Sagen wir mal, wenn ihr Tolkien sehr anders als von Peter Jackson erzählt erleben wollt und trotzdem noch gut. Wir sprechen jetzt nicht über so ein Debakel wie Ringe der Macht. Dann. Oh. Du bist kein böser Geist, Lursch. Du nicht. Hat ihn aber gut weggeballert. Ach, kommt her. Ich hatte eigentlich gehofft, ihn nass zu machen. Krieg ich? Hui! Bekommen, ohne mich mit denen zu kloppen. Nice. Unexpected, but welcome. Jo. Ich bin eigentlich sowieso mal jetzt schon seit längerem am Überlegen, ob ich nicht noch eine Reviewer-Reihe zu Ringe der Macht halten soll. Ich glaube, aus irgendeinem Grund soll ja wohl wieder Hype für Staffel 2 bestehen. Ich frage mich so, warum? Was? Urge to Pounce? If it doesn't ruin a drink, it is a treasure. So glittery. Okay. Potential treasure. All right, curiosity. You win again. Okay. Lizard tail. Star Conch? What else do I need to create the most dreadfully disgusting cocktail? Cockroach? Moment. Hat die da Glöckchen irgendwo dran? Ich glaube das nicht. Ja, weil die halt dauernd so wimmelt und. Gott, kannst du mal 5 Minuten nicht nervig sein, Diona? Naja, ich mag Diona immer noch nicht.
Und egal was für Boni es gibt beim Schwimmen, kein Boni macht einen so schnell wie ein doppeltes Windrad. Also, zumindest auf kurze Distanz. Zhongli ist da wie ein Zwerg, ein geborener Sprinter, mordsgefährlich über kurze Distanzen. Ach genau, hatte ich jetzt eigentlich erwähnt, ja doch, mal so eine Review über Staffel 1. Würde ich mir dann halt jede einzelne Folge vornehmen und mal so die meiner Meinung nach Truhe. Ja, die meiner Meinung nach truigsten Szenen. Truhexten. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Szenen raussuchen. Nein, die schlechtesten Szenen. Also, befürchte, ich würde jedes Mal die zehn schlechtesten Szenen dieser Folge rausbekommen, aber das könnte, glaube ich, etwas zu lang werden. Vor allem, weil ich dann sicherlich nicht sage, hier, der und der Charakter, der da steht aber im Silmarillion anders, dass sie sich anders verhalten hätten. Es wäre mir halt ein bisschen sehr billig. Ich habe ja schon ein Video zu Galadriel gemacht. Und für die Leute, die das nicht gesehen haben, die Kurzfassung ist eigentlich: mir gefällt es nicht, aber auch weil es überhaupt nicht ihrem Charakter entspricht, aber es wäre halt sehr einfach zu fixen, indem man einfach sagt, das ist nicht Galadriel, sondern ihre Tochter. Also Galadriel hat ja noch eine Tochter mit, ich will gerade Celebrimbor sagen, aber nein. Celebrimbor war es nicht. Oh. Verdammt nochmal der Name ihres Mannes. Mir fällt da gerade nicht ein. Jedenfalls, die beiden hatten ja eine Tochter. Und über die weiß man eigentlich nur so zwei Dinge. Beziehungsweise drei Dinge. Erstens, sag mal, willst du nicht? Muss ich da noch irgendwas aktivieren oder wie? Also, man weiß über die eigentlich nur drei Dinge. Erstens, sie hat Elrond von Bruchtal geheiratet. Zweitens, sie ist die Mutter von Arwen und den Zwillingen Eladan und Elro hier. Ich hau das jetzt nicht komplett wieder durcheinander, oder? Ja, ich hoffe nicht. Nein, bleib auf dem Boden der Tatsachen. Xiao, reicht, wenn einer abdreht. Und wir wissen von ihr, dass sie von Elrond weggeschickt wurde, quasi nach Aman. Ja, sie wurde wirklich weggeschickt, ähnlich wie man das in der Serie gesehen hat, hatte den Grund, aha,
hatte den Grund, dass sie von Orks entführt wurde, als sie von einem Besuch von ihrer Mutter, also aus Lothlórien, wieder zurück nach Bruchtal reiste. Ja, da haben sie halt Orks entführt. Und Tolkien hat nie genauer geschrieben, was da passiert ist. Er hat nur geschrieben, dass Elrond zwar die körperlichen Leiden seiner Frau ja schnell heilen konnte, aber das seelische Ungleichgewicht, das konnte man nur in Aman behandeln. Oder zumindest hoffte er das. Ja. Was dann also schlussendlich wirklich passiert ist, darf man eurer, dürft ihr euch dann überlegen. Aber was man halt sicher weiß, ist, sie ist erst in der Mitte des dritten Zeitalters nach Aman aufgebrochen. Das heißt, im zweiten Zeitalter wäre halt die perfekte Gelegenheit, um aus ihr eine, ja, etwas versnobte, kriegerische Elfenfürstin zu machen. Ich meine, ihre Mutter ist die letzte Noldor-Fürstin, die noch aus Aman kommt. Einfach sagen, der ist so ein bisschen zu Kopf gestiegen und sie hat aber eine Schwäche für Elrond. Würde super passen. Aber ja. Autsch. Ouch! Boring. Can't run from dead. So viel dazu. Und die hast du dir verdient, Chongyun. Unexpected, but welcome. Das hat jetzt sogar mal fast gepasst. Naja. Ist bereits geschrieben. Die dunkle Nacht kann das Licht der Glühwürmchen nicht verdecken und fließendes Wasser kann hartnäckige Steine nicht wegwaschen. Wenn die Worte fortbestehen, sind auch die Gefühle unverändert, denn solange sie nur felsenfest sind, können auch winzige Dinge der Welt trotzen. Möge das honigsüße Mondlicht euch ein weiteres Mal in seine Arme schließen. What? Ich mag da gar nicht erst drüber nachdenken. Danke für euren Rat, Xiao. Ihr scheint diesmal ziemlich proaktiv zu sein. Ja? Verdächtig proaktiv. Things you never had the chance to say before it was too late.
When silence is the final word, we mourn the loss of things unheard. Warum versucht ihr nicht auch ein Gedicht zu schreiben? Es triggert mich immer noch, dass sie ihn so anspricht. Also in meinem Headcanon überhaupt nicht. I have little talent for, nor knowledge of poetry. The leaves in the water! Look, it's like a little boat! Merrily, merrily down the stream, life is but a dream. We should probably pick up the pace. We still have a few more leaves to set afloat, and we need to get back before it gets dark. Okay, let's go! What's this? You two having a private chat? No, it's nothing. I just hope this isn't all in vain. Vor einiger Zeit hat eine andere Truppe The scenery here is quite beautiful. Let's pause here to seek some inspiration. Should we set up camp? Oh, please wait a moment. I'll pitch the tent. It's an inspiration walk. There's no need for all that. Okay. Well, I'll conduct reconnaissance nearby to ensure this area is safe. And see if I can't scavenge any firewood or food while I'm at it. Reconnaissance? It means survey the environment and plan a route forward. It's the foundation of all operations while out in the wild. Are all inspiration walks in Mondstadt this complicated? They're acting like this is completely normal. Am I the weirdo here? In that case, I'll conduct reconnaissance with Mika. Huh? Oh. Okay, then. Crumbs. Now I have to try and make small talk. Should I mention the scenery? The weather? Very well. Then leave the camp to me. Okay. So, Xingqiu, do you go on inspiration walks often? I do. I always get bored when I'm cooped up at home, so I head out for a stroll. Life gets busy. You have to steal a moment of leisure when you can. Cool. Oh, over there, firewood. Ja. irgendwie erwarte ich, wenn ich hier wieder zurückkomme, dass Noel so Fortnite-mäßig ein 7-Sterne-Luxushotel hier hingeballert hat. Die ist so übertrieben, die würde das echt machen. Die lässt einfach jeden Fortnite-Spieler oder auch Frankie aus One Piece, lässt die einfach alt aussehen. Und Xingqiu glaubt, er wäre der Weirdo in der Truppe. Naja, Mika und Noel sind da keine. Die machen keine Inspirationsausflüge, die machen ihren Job. Sagen wir mal so. Aber naja, all das und noch viel mehr gibt es beim nächsten Mal. Bis dahin, Gruß, Schülers-Fan.